Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Wir sind hier im Don Corneus Kolosseum. Da ist der Ort, glaube ich, offiziell. Keine Ahnung. Und ja, ich merke gerade, ich habe kein Geld irgendwie verloren, weil ich immer noch 7000 und so hatte. Und nicht schlecht, ihr zwei. Dann als Blumen für uns. Krass. Und ja, wir haben es in die letzte Kolosseum-Runde geschafft, glaube ich. Ich glaube, wir sind im Finale, ne? Und brauchen wir uns eigentlich gar nicht mehr totzustellen? Okay. Hätte ich diesen Bestienbändiger hier irgendwie auch getroffen, wenn ich hier nach dem Kampf reingegangen wäre? Keine Ahnung. Ja, wir müssen immer noch Don Corneus Palast. Dafür müssen wir im Kolosseum erstmal ein paar Leute auf Mütze geben und dann machen wir jetzt weiter. Respekt, ihr habt ja wirklich was drauf. Jetzt kommt das Finale. Seid ihr bereit? Ja, aber klar doch. Ich habe auf euch gewettet, Leute, also lasst mich nicht hängen. Ah, mein Mann. My man. So, gegen wen kämpfe ich jetzt? Ich kämpfe jetzt gegen irgendwen viel mehr Fans, ja. Der Corneo-Cup geht in die entscheidende Runde. Und es wird krachen. Das können Sie mir glauben. Auch wir sind selbstverständlich untröstlich. Doch alles muss nun mal irgendwann zu Ende gehen, so leid es mir tut. Lassen Sie uns diese wunderbare Chance nutzen, um noch einmal richtig abzufeiern. Ja! Yeah! Als erstes, unsere Newcomer, die bislang jeden Gegner einfach so weggefegt hat. Das Pärchen, das unsere Herzen im Sturm erobert hat. Cloud und Jerez, die Champions der bezaubernden Madamen. Ja, wunderbar, wunderbar. Das applaudiert uns. Er von uns Blumen zu. Na, Schlüpfer, keine Ahnung. Eine Leihgabe von Shinra. Das darf doch nicht wahr sein. Na dann, wer wird sich das Preisgeld wohl sichern? Freuen Sie sich auf ein großes Finale voller Emotionen. Die Entscheidung des Corneo-Cups. Frei! Na, komm mal her, Sarah. Auslöscher, habe ich gegen die schon mal gekämpft. Also eine Abklatschversion von denen. Das müsste ich ja alles analysieren, ne? So, na guck mal, da oben rechts, Eire. Record First Tournament, okay. Okay, wir sind gegen Blitzangriffe anfällig, da war ja ein bisschen klar. Das macht es ein bisschen einfacher, glaube ich. So, ich will aber mal die Einzelteile hier anvisieren. Es geht. Ich glaube, es geht nicht. Okay, sie hat gar nicht mehr Gebet. Oh. Oh, warte mal, das wäre vielleicht gut, wenn ich das einsetze, ne? So, jetzt. Oh Gott, oh, mein Zauber hat noch nicht gezielt. Gut. So, jetzt durch zwei. Alter, Heilung. Ich brauche Hilfe. Aua. Danke. Wie kann ich noch mal abstellen? Hat das nicht da? Damit hat glaube ich schwächer. Was? Na, oh, ich bin stumm, ehrlich. Das ist aber gerade der blöde Zeitpunkt überhaupt. Echo Schirm.
So, bitte tu mich nicht schon wieder verstummen, das will mir. So, nein, nicht Vita. Vitra. Ja, ich habe beide getroffen, glaube ich. Ja, ich krieg die doch nie im Leben geschockt, ey. Aua. Oh Gott. Nicht töten. Danke. Wow. So, komm mal, ich bin schon wieder. Ich versuche mal, die Sägeblätter kaputt zu machen. So, na, ich bin, na. Echo Schirm. Dann mache ich den hier, zack, zack. Und jetzt bist du weg. Ah, sehr gut. War gar nicht so schwer. Mein herzliches Beileid. Nanu, du bleibst erstaunlich ruhig. Ich dachte, ich könnte dich wüten und toben sehen. Jede Münze hat eine zweite Seite. Man muss sie nur umdrehen. Das macht's ja so interessant. Gilt aber nicht bei deinen gezinkten Talerchen. Mach's gut. Na dann, werde ich mal meinen Gewinn einstreichen. Das muss noch warten. Tut mir leid. Auf Befehl des Dons gibt es noch einen weiteren Kampf. Was? Gewinnt dein Team den, gehört das Preisgeld dir. Sag mal, Kleiner, willst du mich verarschen? Das würde ich niemals wagen. Sehr gut. Jetzt können wir tiefer helfen. Ja. Lass uns zurück zu Madame M gehen und das Kleid besorgen. Mhm. Ich unterbreche eure Feier ja nur ungern. Aber ihr werdet leider nochmal für mich kämpfen müssen. Wieso denn das? Ihr habt die Stimmung ordentlich angeheizt. Die Leute sind in ausgelassener Bettlaune. Sie setzen Unsummen auf eure Kämpfe. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass Corneo sich diese Chance entgehen lässt. Soll heißen? Er wird euch einen letzten Gegner vorsetzen. Erst wenn ihr den besiegt, ist das Turnier gewonnen. Davon war keine Rede. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Dieser gierige Bastard, dieser... Bitte. Was will man machen? Warum wurden da zensiert? Beimarkt hat nun mal Corneo das Sagen. Ich meine, das haben sie im Original auch gemacht, aber... Kampf gewinnt, bleibt selbst Corneo nichts anderes übrig, als euch zu Siegern zu erklären. Das Publikum macht das auch nicht ewig mit. Der Kampf ist der letzte? Das will ich doch hoffen. Oh Gott. Also dann, viel Glück. Füllt meine Taschen brav mit Geld. Na gut, aber erstmal. Gott, verdammt, noch ein Kampf. Alter. Hab ich mal ein Level abbekommen oder so? Dann glaube ich mit Cloud kurz davor, eins zu bekommen. Bin immer noch kurz davor. Na gut. Ich mache das hier schon echt lange, aber sowas habe ich noch nie gesehen. Davon wird man sich noch lange erzählen. Das ist alles meine Fanpost. So. Oh, hi, na? Oh je, da habt ihr mir ja richtig was eingebrockt. Ja. Tut mir leid wegen deinen Robotern, aber irgendwie nicht. Muss das weitermachen. Ihr habt's echt drauf. Bin schon gespannt auf euren nächsten Kampf. Na, alles bereit? Wette hin oder her, ihr habt einen neuen Fan gewonnen und ich bin sicher nicht der Einzige. Ihr schafft das schon. Mein Mann. Mein Bruder.
Sieht sogar so aus wie so Leute, die auf meiner Straße liegen. Was für ein großartiges Spektakel dieser Kampf doch war. Ist doch so, oder nicht? Wäre doch echt ein Jammer, wenn der Spaß jetzt schon vorbei wäre. Zum Glück muss hier niemand enttäuscht nach Hause gehen, denn der fantastische Don beschert uns allen einen schönen Extrakampf. Am Start sind wieder alte Bekannte, die Turteltäubchen, die diese Arena im Sturm erobert haben. Laut und erleben! Cloud, hast du später schon was vor? So cool, so süß! Cloud, du bist der Geilste! Bitte werd meine Frau! What? Ihr Gegner kommt aus den tiefsten Tiefen unter dem Kolosseum. Ein Ungetier wie aus den Feuern der Hölle. Und selbige ist dir sicher gleich los. Die geheimste Waffe des genialsten Dons. Begrüßen Sie mit uns das Herrenhaus! Oh, bitte sag mir, dass dieser eine Gegner. Wir haben da aus dem Boss gemacht oder irgendwie so was. Der ist auch geil. Wie geil ist das denn? Ein einfaches Haus? Nein. Das würde mich schwer wundern. Das einem Albtraum gleich gegen das dynamische Duo. Einen solchen Kampf hat die Welt noch nicht gesehen, meine Damen und Herren. In der Tat, sowas hat es noch nie gegeben. Dieser Kampf wird in die Annalen der Geschichte eingehen. Aus Spannung werden sie von den Stühlen rutschen. Vorhang auf für das große Finale. Ring frei. Das ist doch mal cool. Er ist normaler Gegner im Original gewesen. Ich glaube, ich irgendwie vor ein paar Fahrzeugen geredet. Von... So. Krawummel, was? Bum-Bumchen? Wiss, wir... Eis, alles klar, Eis. Wer hat das? Was ist das? Er wirft Möbel auf mich. Da verwandelt sich das gleich, ne? Pass auf. Allerdings hat der nicht mal den Putz des Höllenhauses zum Bröckeln gebracht. Aha. Warum? Man muss stehen, fehlschlagen. Versucht der Ausfriedensbomb. Doch das Höllenhaus ist ein Wurfgeschäft. Kabummel. So, ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich will es haben. So, du hast Eis. Dann mal rein da. Okay, weil das Feuer. Ja, toll, dass daneben gegangen. So, erstmal machen wir wieder hier. So, Cloud, du kannst dich mal heilen. So, ich bin mal weg, glaube ich. Ja, ich treffe dich von hier aus. Blocken bringt es irgendwie mehr als anzugreifen, habe ich so Gefühl. Oh Gott. Da habe ich mein Dings platziert, du Blöder. Geh mal weg da. Na, warte mal, Regina, ne? Ich vergesse dann dauernd. Gott. Wir machen mal. Das hier. Ich werde, glaube ich, nicht viel Zeit haben, irgendwie anzugreifen. Ne? Meiste Zeit. Oh Gott. Ich weiche den Sachen alles voll aus. Na, Dreck. Ich gehe das nicht in. Oh, das hat es voll gebracht, sehe ich gerade. Barrierenwechsel. Oh, Feuer. Wie, weiß ich nicht.
Spero-Masse in links. Final Fantasy 10. So. So, du bist jetzt geschockt. Warte. Das war aber ganz schön schnell vorbei. Du musst dir gerade beschwören. Okay, er sieht ein bisschen anders aus. Jetzt hatte ich den gerade so schön geschockt, ne? Oh, was kommt Thema euch gerade? So, warte mal, wieder mal ein Shiba. Shiba haben wir auch schon mal gesehen, aber ich habe ja Glück und der macht wieder gleich einen auf Feuer. Die kommentieren hat sogar. Geil. So, glaube ich, bin ich da. Halt den Mund. Digga, dieser eine Kreis, den ich von Ewigkeiten platziert habe, ist immer noch da. So, einmal uns wieder hoch. Oh, was? Okay. Heißt der Fall hier? Keine Ahnung. Oh, ey, das hat zwei Dinger. Ein Besiegbarkeitsmodus. Bitte was? So. So, solange wir noch Zeit haben, ne? So, Aeris hat das noch, ne? Er hat jetzt gerade aus. So. Da komm, Shiva. Mach Schaden. Was für eine Wendung! Da darf man doch nicht einmal warten zu pinseln. Ah, sehr gut. Der war aber unbesiegbar, ne? Das finde ich jetzt nicht so doll. So, jetzt ist wieder Eis. Da, wo ist mein Kreis? Der war gerade noch hier. Danke. Du hast Eis. Ja, warte. Ich glaube, ich will warten, bis du aufhörst zu düsen. Okay, jetzt. In die Fresse. So, und jetzt noch mal. Boom. Ich verstehe das nicht. Ich habe doch ein ATB. Ich habe doch voll mein ATB erhöht. Was soll denn das? Ey. Verstehe nicht, wie das funktioniert. Ey, das ist voll bescheiß. Super. Drei. Ja, das scheint zu funktionieren, als ich einfach in eine Richtung laufe. Ja, ich bleib mal weg. Ey. Hast du da nichts dagegen? Aua! So, du machst mal heilender Wind, weil ich Heilung brauche. Oh, man kann die Arme angreifen, sehe ich gerade. Aeris, ein heilsamer Duft zieht durch die Arena. Ach, die kommentieren das. Und er heilt nicht nur Körper, sondern auch Seele.
Ich habe ihnen schon wieder keinen Schaden gemacht. Seid nicht. Alter. So, gegen was bist du anfällig? Gegen gar nichts. Alles klar. Ja, trotzdem weiter an. Ich muss die Arme kaputt machen oder so. Ja, rausgucken. Keine Ahnung. Mein Gott, mach auf. Aber die Sichtbarkeitsmodus wird initialisiert. Ich will auch sowas haben. Blablabla. Boom. Stilwechsel. Selbst einem starken Mann wie Cloud haut so ein fetter Treffer aus dem Sack. Alter. Geht immer irgendwie so ein Moment in irgendeinem Bosskampf, wo ich einfach nicht weiterkomme, ey. So, warte. Du. Eis. Seh, du bist am Brennen, also. Okay, wechselt die Kampfhaltung. Keine Ahnung. Ganz vergessen, dass ich neue Sachen habe, ey. So. Was immer noch anfällig ging. Einfach weiter hier. Die Fresse. Und dürfte es jetzt eigentlich gleich gewesen sein. Komm schon, der Eiszauber war genau da drin. Das war bevor er den Schild aktiviert hat. Einfach dein Dings, ja. Was? Hey! Hey! Ist der immer noch drin? Nee. Gott. Boom, Konter. Und jetzt bist du weg. Ah, gut. Zuschauer, geil, die Siegesfanfare gesummt. Der Corneo Cup geht an Cloud und Aerith. Ha! Mein Sieg! Hast du gesehen, wie er gesprungen ist? Was für ein Abschluss! Dieser Mann. Dieser Typ ist der Wahnsinn. Ungewöhnlich. Dass dich jemand fasziniert. Gefällt er dir? Okay. Keiner mehr das sein soll. Alles klar. Tun wir erstmal unsere Waffen hier hochballern, ne? Macht der Unschuld, das hatte sie schon vorher, ne? Ende mit Schrecken. Ja, weiß nicht, ich gar nicht drauf geachtet hier. Was war das noch mal hier? 8 kann ich mir wahrscheinlich sowieso nichts irgendwie leisten. 14 schon, glaube ich, aber hier sind 12 zum Beispiel. Physische Attacke plus 16. Ja, ich glaube, aber langsam wird mal irgendwie Abwehr ein bisschen wichtiger. Aber
Nee, komm. Attacke. Ich meine, das sind Waffen, hallo. Sind da, um Schaden zu machen. Für Abwehr, weiß ich nicht. Man kann nicht Rüstung tragen. Aber Rüstung gibt es ja in dem Spiel nicht. Ne? Nur so eine Armreife. Schaden, Subspirit. Was ist das? Beim Leiden von großen Schaden MP. Das ist nicht schlecht. Aber physische Attacke ist auch nicht schlecht. Ich muss ja dafür sorgen, dass die Waffe noch unten. Also nicht. Nicht, dass ich die irgendwann mal ausrüste und die macht irgendwie gar keinen Schaden. Und da wollen wir ja verhindern, ne? Oh, die hat schon Maximum. Die macht gar nicht mehr Schaden, sehe ich gerade. Gibt es irgendwann was irgendwie so Schockzustand oder so erhöht? Kritische Trefferrate, also Staatsresistenz, Marine-TP, physische Abwehr, kritische Trefferrate von Waffenfertigkeiten plus 10%, kritische Trefferrate plus 10%. Machen wir TP Maximum, würde ich sagen, ne? Na gut, und hier können wir ja mal gucken. Magische Attacke, längere Buffs, selbst plus 10%. Schaden von Sprungangriffen, Schwertwerbe, Schaden gegen Zerstörer, einer. Physische Attacke, Schockfledderer. War das nochmal? Halt bei Spezialfertigkeiten gegen Gegner im Schockzustand TP. Ist alles jetzt nicht so dolle. Längere Buffs, also nicht magische Attacke. Schaden von Schwertwirbel, ja, also nicht. Können wir ja mal machen irgendwann. Egal. Gut. Da seid ihr ja. Ich habe euch schon gesucht. Ich soll euch eine Nachricht von Madame M überbringen. Gut gemacht. Kommt bei Gelegenheit in meinem Salon vorbei. Lässt sie ausrichten. Übrigens, hättet ihr Interesse daran, demnächst wieder im Kolosseum zu kämpfen? So große Turniere wie das von heute sind selten, aber kleinere Kämpfe gibt es ständig. Werden Tag und Nacht heftige Kämpfe ausgefochten. Wenn ich in einen neuen Match beweisen will, jetzt geh ins Untergeschoss und sprich dort mit dem Wärter. Eine Kämpfung ist die Benutzung von Gegenständen untersagt. Doch werden TP und EP nach jedem Kampf im geringen Maße wiederhergestellt. Die Materie stehlen ist hier wirkungslos. Weiß ich nicht, kriegt man da irgendwie was Geiles oder so? Dieser Shop war vorher noch nicht hier. Mit dieser explosiven Überraschung im Haus wird sich jeder Dieb zweimal überlegen, ob er bei euch einbricht. Okay. Bum, bum, boah. Ist irgendein Grund explodiert. Ach. Da sind, boah, habe ich extra gerade geklaut, ne? Das verkaufen die Dinger ja auch noch. Beeilung, nur noch wenige Stücke verfügbar. Ich? So. Weiß nicht. Wer hat behauptet, dass Frauen keine Chance hätten? Endlich sind wir auch mal Champion. Ihr seid nicht Champion, sie ist Champion. Ich glaube, der Champion. Jawohl. Ha. Ja. Konfetti überall. Boah. Und der Ruhm ist wieder verflogen. Brava, Aeris. Ich glaube, du wolltest sagen Bravo. War. Ich weiß es natürlich. Vorher gab es noch einige Orte, wo ich noch nicht hin konnte, ne? Jetzt zum Beispiel. Ja, bestimmt einige Orte. Aber ich weiß jetzt schon wieder nicht, wo das war. Ne? Muss ich mich mal irgendwann hier umschauen, glaube ich. Ja, Entschuldigung. Es tut mir leid, Aeris. Was willst denn? Was ist? Was denn? Wir sind hier zum Beispiel. Sind die Leute jetzt da weg? Gab es hier überhaupt irgendwas? Ich weiß es nicht. Das ist ein Problem. Ich bin hier hingegangen. Die Karte hat schon irgendwie den Ort markiert, ja, du bist schon hier gewesen und ja, ich habe natürlich jetzt keine Ahnung, was Alexander, die Esper Schoko aus dem Beschwörermaterial. Alexander, wollen die Alexander denn hier?
einbringen. Alexander ist riesig. Das ist ein riesiger Festungsviech irgendwie. Wollen Sie den in dem Spiel umsetzen? Der wird gar nicht hier auf dem Screen passen. Ist normalerweise immer so groß wie eine ganze Burg oder so. Na gut, aber ich tue es ja einfach nur so random irgendwie durch die Gegend rennen. Eigentlich weiß ich gar nicht. Ja, hier sind zum Beispiel immer noch Leute. Da finde ich ein bisschen doof. Ey. Du bist auch an unseren Versicherungen interessiert? Oh, jetzt muss ich irgendwie, das heißt, ich muss irgendwann hier durch den ganzen Ort noch mal rumlaufen und gucken, wo war ja noch meine Sackgasse, wo kann ich irgendwie, weiß nicht, Sachen noch abstauben und ja. Na gut, dann würde ich aber sagen, ich mache einen Cut hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es weitergeht mit Final Fantasy 7 Remake. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.